Liebe Zuschauer, heute gibt's mal wieder was zu gewinnen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einem weiteren Gewinnspiel. Ja, der Marathon an Gewinnspiele geht natürlich weiter. Ja, herzlichen Dank für die vielen Abonnenten. Im Rahmen vom 10.000 Abonnenten Spezial gibt es einfach so einen kleinen Marathon, wo ich euch auch ein gewisses Danke zurückgeben möchte, weil, wie gesagt, ein Fan-Treffen oder ein Treffen an sich, ja, das ist zum aktuellen Zeitpunkt schwierig, und ich glaube, die Art und Weise kommt bei euch super an. Es sind natürlich Gewinnspiele für Jung und Alt, für Kinder, Familien, aber auch Expertenspiele dabei, und heute ist Haber dabei mit Kinderspielen und Familienspielen. Also hierzu ein herzliches Dankeschön. Das sind ja doch einige Spiele, und es gibt auch einige Pakete, zu denen natürlich auch gleich später mehr. Die eine oder andere oder das ein oder andere Spiel, da gibt es auch Videos, möchte ich auch ganz kurz sagen. Und ja, dann würde ich auch sagen, wir legen los. In dem Video stelle ich euch ganz kurz die Spiele vor, sag, welches Paket, ja, in dem Fall reinfließt, welche Spiele in einem Paket einfließt, und ihr müsst dann einfach nur unten in die Kommentare schreiben, Paket Nummer 1. Ihr könnt das Ganze natürlich auch gewisserweise mit irgendwas ergänzen. Es ist nur wichtig, dass ihr dazu schreibt, welches Paket von diesen ihr jetzt wollt. Dazu, das werde ich auch euch gleich sagen. Genau, und ich werde auch dann gleich nicht kommentieren. Ich kommentiere erst, wenn das Gewinnspiel abläuft. Alles findet ihr in der Beschreibung, und werde dann versuchen, zu jedem Kommentar was dazu zu schreiben. Wichtig, die Gewinner, und das wird zufällig ermittelt, die bekommen auf jeden Fall einen Kommentar, und dann tauscht man sich aus per E-Mail-Adresse. Es hat bisher auch super funktioniert. Ich hoffe, ihr nehmt teil, weil wenn sich der eine oder andere nicht zurückmeldet, freuen sich natürlich andere. Deswegen gibt es auch ein gewisses Zeitfenster, aber das findet ihr alles unten in der Beschreibung. So, genug Blabla. Wir wollen eine die Spiele sehen, genau, und deswegen fangen wir an. Und das erste Paket, und das besteht aus drei Bereichen. Jetzt fangen wir einfach an. Ich habe gedacht, wie mache ich das in dem Fall? Ich hätte zwar auch jedes einzeln machen können, aber ich mache es gerne in einzelnen Paketen. Da freut sich dann immer der Gewinner, wenn er dann doch ein bisschen mehr bekommt. Wobei, es sind zwei Spiele, ein Buch. Und da habe ich einfach gedacht, das ist so für die Jüngsten. Haber-Spiele macht ja nicht nur Kinderspiele, haben auch Familienspiele, da kommt auch nachher was. Und das ist in dem Fall der Wolkenmacher. Selber, das Spiel habe ich gar nicht vorgestellt, aber es soll ja auch authentisch sein. Ich kann das jetzt nicht mit der Alina spielen und sagen, Alina, wie findest du denn das Spiel? Aber ich habe zumindest die Möglichkeit, im Rahmen von einem Gewinnspiel euch auch mal so ein paar Spiele zu zeigen. Ist auch eine tolle Möglichkeit. Ist von Christiane Faust und Christine Dittmann aus dem Hause Haber. 4 Jahre. Ich habe natürlich schon ein bisschen mich informiert. Ist aber alles verschweißt natürlich. Ist so eine Art Puzzlespiel in dem Fall. Geht auch hervor mit kooperativen Elementen. Etwas glücklastig, aber das Kind kann das durchaus auch schon alleine spielen. Und ja, Memory ist natürlich hier ein großer Faktor, wer ja hier eine Rolle spielt. Man sieht hier das Material mit Plättchen, dicken Plättchen. Also durchaus ein Spiel, wo man sich herantasten kann in die wunderschöne Welt der Spiele. Das ist quasi das eine Spiel. Es geht dann weiter, und ich glaube, das habe ich schon vorgestellt. Auf jeden Fall so ein Stapelspiel. Das ist Tier auf Tier, das wackelige Stapelspiel von Klaus Miltenberger. Zeige ich euch nochmal hier. Der Klassiker schlechthin. Das darf, glaube ich, wirklich fast nicht in dem Kinderregal dann fehlen, weil sowas macht wirklich Spaß. Habe ich euch auch schon als ganz große Version dann vorgestellt, aber ja, in dem Fall haben wir hier eine kleine Mitbringbox für 2 bis 4 Spieler. Auch das kommt dazu. Und in Paket Nummer 1, wir reden jetzt hier vom Paket Nummer 1, gibt es auch ein Buch, der Wolkenmacher. Haber bringt natürlich nicht nur Spiele, auch Bücher. Das wissen viele gar nicht. Die haben echt wunderschöne Kinderbücher, und das wurde mir auch zur Verfügung gestellt. Ich zeige euch einfach ein bisschen, ohne zu knicken. Für solche Gewinner oder Gewinnerin soll sich ja darüber freuen. Hier im Prinzip seht ihr so ein Vorlesebuch als gute Nachtgeschichte. In dem Fall wunderschön gemacht. Die haben sehr viele Bücher. Also schaut da mal rein. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das eine oder andere Buch, das habe ich euch, glaube ich, schon mal vorgestellt oder im Rahmen von einem Messevideo. Also da habe ich euch auch schon was vorgestellt. Und das ist auf jeden Fall Paket Nummer 1. Also, wollt ihr Paket Nummer 1? Dann müsst ihr unten in die Kommentare schreiben, Paket Nummer 1. Ihr könnt es natürlich auch ergänzen mit irgendwelchen Informationen, was euch gefällt, auch was euch nicht gefällt. Bin ich immer dankbar, ob Lob oder Kritik, aber das Ganze wird zufällig ermittelt. Oh, ganz toll. So, Paket Nummer 2.
Erst habe ich überlegt, mache ich das zusammen. Find the Code. Das habe ich euch schon vorgestellt. Und die Alina war begeistert. Die Rätsel sind sehr schnell gelöst worden. Ich hoffe, da bringt auch Haber Nachschub in dem Fall. Es fehlen eigentlich nur noch die Süßigkeiten in der Box, aber das ist ein anderes Thema. Weil in dem Fall die Kinder beschreiten da ein Rätsel, aber das Schloss wird vorher von einem Erwachsenen eingestellt. Und wenn die Kinder quasi das Rätsel lösen können, dann haben sie den Code und können die Schatzkiste öffnen. Da legt man als Erwachsener eine Kleinigkeit einfach rein. Das bleibt aber euch überlassen, was ihr da reinlegt. Die Kinder wollen natürlich Süßigkeiten, ein kleines Bonbon oder sonstiges, aber das ist echt toll. Und die Verpackung braucht ihr gar nicht und das Ganze findet ihr quasi mit Schloss in dieser Metalldose. Das ist echt toll. Klar, Gewinnspiel-Video geht es ein bisschen länger. Der eine oder andere sagt, drückt mal auf die Tube, aber ich wollte es euch sonst noch zeigen, wer da sowas sucht. Und es kann auch nicht jeder gewinnen, findet ihr auf jeden Fall sowas. So, dann gibt es noch ein Spiel, das kenne ich gar nicht. Ich habe mich aber schon ein bisschen informiert von Rudi Bieber. Löschtrupp, Schwuppdiwupp. Ein toller Name erst einmal. Auch 5 Jahre übrigens. Find the Code ist 5 Jahre. Ihr merkt, wir steigern uns langsam hier in dem Fall. Mit 4 Holzhydranten, kurzweilig, alle spielen gleichzeitig. Kleine Schachtel, großer Inhalt. Ja, würde ich euch so gern vorstellen, aber das Ganze soll durchaus authentisch sein auf dem Kanal. Das soll auch so bleiben. Und ich freue mich, dass Haber auch dieses Spiel mir zur Verfügung gestellt hat, weil so seht ihr auf jeden Fall ein bisschen was. Das ist auch zu, nicht dass man sich wundert, hey, hat der Jörg das aufgemacht? Das bekam ich so, das ist aufs Haber-Logo. Also das ist alles eingeschweißt, da habe ich nicht reingeguckt. Und ja, wie gesagt, für Feuerwehrmänner, glaube ich, ein richtig tolles Spiel. Also wenn ihr nicht gewinnt, merkt es euch auf jeden Fall mal vor. Weil es sieht schon mal richtig toll aus. Also, aber ja, es bringt wenig mit Elias, vor allem mit Elias, sowas zu spielen. Muss mal gucken, wie ich das in Zukunft darstelle, wenn es wieder die Messen, die Möglichkeiten gibt. Vielleicht auch mal bei Haber zu sein, dass ich euch da einiges zeigen kann, wenn die Zeiten sich beruhigt haben, dass ich auch mal jeder die Jüngeren mit mehr ins Boot nehme, weil das ist sicherlich ein tolles Spiel. Ab 5 Jahre Schnelligkeit, Konzentration spielt eine Rolle und 15 Minuten ist immer wichtig bei solchen Spielen. Es soll auch nicht zu lange gehen, ab 5 Jahre. Das hier ist Paket Nummer 2. Wollt ihr also das? Unten in die Kommentare schreiben, Paket Nummer 2. Ja, es gibt natürlich noch mehr, aber viel zur Verfügung gestellt. Hätte auch jedes einzeln machen können, aber ich mache es gerne als Paket. Oh, auch toll. Also das erste Mal haben wir jetzt hier Paket Nummer 3. Hier haben wir wieder Find the Code, aber das ist ein anderes Find the Code. Das andere war ja in dem Fall, muss ich mal schauen, mit dem Drachen, das ist mit dem Piraten. Ich glaube, das mit dem Piraten, das haben wir auch als Video gemacht. Und genau das gleiche Prinzip, nur andere Rätsel quasi jetzt auf der Pirateninsel. Und das ist auch so ein Puzzleplan, wer zusammengestellt wird. Also ein richtig tolles Abenteuerspiel in dem Fall. 5 bis 10 ist angegeben. Also aus meiner Sicht eher 5, 6, 7 ist schon die Grenze. Wirklich die Grenze. Der Elias hat zwar auch gerne mitgespielt, hat Spaß gehabt. Der war aber 0, nix dann durch, was die Rätsel dann angeht. Klar, er spielt auch viel. Aber ihr solltet euch eher an die Altersangabe halten. 5, 6 Jahre auf jeden Fall. Aber das war nicht nur alles im Paket Nummer 3. Funkelschatz, das Drachenei. Vielleicht hat der ein oder andere das Video gesehen zu Funkelschatz, aber auch dazu gibt es ein Video. Jetzt denkt man, ach, wieder ein Funkelschatz. Mensch, wir haben doch einen Funkelschatz. Habe ich auch gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, Funkelschatz ab 5 Jahre, Kinderspiel des Jahres, braucht doch keine Fortsetzung, nicht noch eins. Aber das war echt gut, oder es ist echt gut. Und da haben wir auch ein Video gemacht und das spricht jetzt die 6-Jährigen an. Also wenn die Kinder die Schnauze voll haben von Funkelschatz, weil sie schon 100-mal gespielt haben und vielleicht jetzt ein Jahr älter sind, schaut euch das mal an. Eine kleine Box kostet auch nicht allzu viel und das ist hier in dem Fall Paket Nummer 3. Ich habe jetzt auch nicht jedes Mal die Autoren genannt. Also viele Grüße an alle. Lena, Günther Beukert, da haben wir auch Videos gemacht in dem Fall mit der Lena. Herzliche Grüße auch an den Günther in dem Fall. Ja, ein tolles Spiel, tolle Fortsetzung. Ich bin mal gespannt, wie die Reihe weitergeht. Das ist aber Paket Nummer 3, bevor ich wieder zu viel sage zu den einzelnen Bereichen. So, jetzt kommen wir zu Paket Nummer 4. Und da freuen sich jetzt die Kinder, wo sagen, na, Kinderspiele, wir sind schon ein bisschen größer. Papa, Mama oder wer auch immer, wir brauchen ein bisschen mehr. Es darf ein bisschen mehr Regeln dürfen es durchaus sein. Und da habe ich jetzt 2 Spiele gleich. Und das ist Paket Nummer 4. Ich habe gedacht, ich lege die zusammen. Warum, komme ich gleich dazu. Die lege ich zusammen. Das ist Paket Nummer 4 in dem Fall. Karuba, ich weiß, eine Karuba-Version habe ich euch auf jeden Fall vorgestellt. Es gibt da mehrere Versionen, auch eine Kinderversion, die steht auch hier irgendwo.
Bin ich jetzt perfekt vorbereitet. Also Karuba, also hier seht ihr übrigens Find the Code, Funkelschatz, in dem Fall Tal der Wikinger, das aktuelle Spiel. Also Karuba steht aber auch irgendwo und das ist quasi die Familienversion. Deswegen auch hier die Altersangabe 8-8, 2 bis 4 Spieler, 40 Minuten. Kurzweilig, gleiches Spiel, Plättchenlegespiel, Wege legen, angrenzen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es euch vorgestellt. Also irgendwas mit Karuba gibt es auf jeden Fall. Ein schönes Familienspiel, attraktiv. Klar, mit englischen, deutschen Regeln, das Ganze natürlich hier deutsche Version dann. Und das hat schon ein bisschen mehr zu bieten, ist kurzweilig und ja, könnt ihr auch zu zweit super spielen. Anspruch, Suchpotenzial. Klar, Suchpotenzial gibt der Verlag natürlich als ganz hoch an. Das ist immer witzig, sowas zu lesen. Für mich ist eher der Bereich Glück, Einfachkeit der Regeln ist für mich durchaus eher wichtiger als jetzt die anderen Bereiche, aber ein schönes Familienspiel. Und was dazu kommt, ist The Key. Und da gab es schon Fragen. Jörg, wann stellst du denn The Key vor? Wie The Key? Find the Code? Nein, The Key in dem Fall. Das Familienspiel. Und das steht hier oben in dem Fall. Da gibt es nämlich zwei Versionen. Es gibt das Mord in Oakdale Club in dem Fall und das andere war Raub in der Cliff Rock Villa. Da gibt es noch ein Video. Und das ist echt knackig, auch für 8-Jährige. Es steht nämlich drauf, ab 8 Jahre 1 bis 4 Spieler. Und das ist knackig. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist es dem einen oder anderen zu schwer. Und dann gibt es wenigstens noch ein Karuba dazu. Klar, ich hätte so getrennt machen können. Aber das ist durchaus knackig. Und da gibt es auf jeden Fall auch nochmal ein Video, dass ihr das seht, weil es gibt hier zwei Versionen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das beachtet. Das ist quasi, jetzt muss ich mal schauen hier, Level Medium. Da gibt es noch ein anderes Level. Also es gibt zwei Level, das eine ein bisschen einfacher, das Ganze ein bisschen schwieriger. So eine Art Deduktionsspiel, wo man praktisch dann Dinge herausfinden muss. Ich halte es hier nochmal in die Kamera, dann sieht man es. Jetzt bekommt er quasi schon ein paar Infos dazu. Und hier ist es aufgebaut mit Sichtschirmen. Man macht sich dann Notizen und muss natürlich herausfinden, welche Person war es in dem Fall, mit welchem Gegenstand. So, jetzt blendet es nicht mehr. Das ist hier alles angegeben. Also auch ein richtig tolles Familienspiel. Aber ja, dem einen oder anderen ist das viel zu lang für das Gewinnspiel. So viel Zeit muss sein. Ich bin ja auch dankbar, dass Haber mir das Ganze zur Verfügung gestellt hat. Und im Rahmen von dem Video, weil mir so viele Verlage auch so viel zur Verfügung gestellt hat, nehme ich mir gerne die Zeit, noch mal ein bisschen was zu den einzelnen Spielen zu sagen. Weil ihr sollt ja durchaus wissen, ist jetzt das Paket 1, 4 Jahre, das Paket 2, Löschtrupp, Schwuppdiwupp, Find Code, auch richtig toll, 5 Jahre. Oder Funkelschatz, Drachenei, nochmal Find the Code. Ja, das wird so ein 2-Rennen werden zwischen den beiden. Ist das was für euch? Paket Nummer 3 oder Paket Nummer 4? Und das ist auf jeden Fall ein Spiel, wenn ihr jetzt mit 7-8-Jährigen, auf jeden Fall 7-8-Jährigen zu Hause sitzt oder in dem Fall wollt ihr das denen schenken, weitergeben, das bleibt natürlich euch überlassen, dann ist das auf jeden Fall ein cooles Paket. Und das sind auch durchaus Spiele, da steht zwar drauf, ab 8 Jahre, gerade The Key, das kann man durchaus mit 9, 10-Jährigen noch spielen. Das nochmal als Hinweis, aber klassische Familienspiele. The Key, 1 bis 4 Spieler, kann man solo spielen. Naja, gesellig ist mir es immer noch am liebsten, aber kann auch nicht jeder. Und 2 bis 4 Spieler, Karuba. Zwei tolle Spiele, Paket Nummer 4. Und der eine oder andere sagt, gut Jörg, ich weiß jetzt alles. Dankeschön, dann haut's auf jeden Fall in die Kommentare rein, wenn ihr Paket Nummer 4 wollt. Ihr könnt das Ganze natürlich ergänzen. Alles Weitere, wie lange das Gewinnspiel dauert, findet ihr in der Beschreibung. Und ich melde mich dann im Anschluss per Kommentar und freue mich dann wieder, dass sich die Gewinner da melden. Das tauscht man sich aus, hat bisher immer super funktioniert. In der Vergangenheit, falls nicht, freut sich ein anderer. Ich habe ja immer dazu geschrieben, freut sich der Kindergartenschule. Na, das ist ein bisschen schwierig, wobei die Zeiten lockern ja jetzt langsam sich. Muss man einfach mal schauen, aber ich hoffe, alle nehmen wieder rege teil, hauen die Tasten rein und dann gibt es wieder ein Gewinnspiel. Ja, ich glaube, diesmal wieder für die Experten. Also dürfen die sich wieder freuen. Also schon ein bisschen Abwechslung. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Jetzt muss ich alles separat sortieren, dass ich die nicht durcheinander bringe. 4 Pakete, viermal in dem Fall die Möglichkeit zu gewinnen, beziehungsweise einmal oder ja, einmal. Jetzt sollt ihr angeben, was ihr für ein Paket dann wollt. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Das Ganze wird zufällig ermittelt. Und sagt danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr noch kein Abo habt, da klickt oben drauf. Und wer uns weiterhin unterstützen wollt, der schaut einfach in die Beschreibung rein. Hier gibt es etliche Möglichkeiten. Herzlichen Dank. Und vielleicht kommt der eine oder andere einfach noch mit rein in dieses tolle, flotte, sympathische Boot. Nenne ich es einfach mal. Ich sage tschüss, macht's gut, bis bald.